Na, ja, okay, ich komme da glaube ich nicht durch. Ach, da wohnt jemand in Berlin. Naja gut, das ist auch mal schön, das zu wissen. Ich habe das zufällig schon mehrmals gefragt und keiner hat sich gemeldet. Warum kommt das erst jetzt an meine Ohren? Tja. Ja, nee, ist doch schön mal zu wissen, wer so in Berlin wohnt. Wo denn in Berlin, wenn ich mal fragen darf? So, welcher Bezirk ist es denn? Ich bin in Mitte. Und zwar wirklich mitten in Mitte, wenn man so will. Beziehungsweise mitten in Berlin. Ich glaube, Mitte ist, erstreckt sich eigentlich nicht ganz so über die Mitte, sondern eher noch ein bisschen in den Osten rein. Mehr als in den Westen. Oder, nee, mehr in den Westen rein als in den Osten, würde ich sagen. Na, wie auch immer. Ist ja auch egal. Das ist jetzt wieder Geografie. Oh, jemand ist bald in Berlin. Das ist ja ein Ding. Pankow. Pankow, Pankow, Pankow. Ich weiß echt nicht, wo dieser Schwert sein könnte. Wo? Hier? Nein, ich weiß wirklich nicht. Ach. Oh. Bitteschön. Nein, ich glaube, hier ist nichts. Oh. Warum ist hier nichts? Warum kann ich hier reinkriechen? Ah, ich kann was kaputt machen. Aber das war's. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Okay, Prenzlauer Berg, so. Ah, oh, ja, ich glaube, die, der Prenzlauer Berg weiß ich wieder. Pankow ist dann ein Stück weiter, sagen wir mal, dahinter in irgendeine Richtung. Ah! Nein! Ey! Nein, ey, ich kann hier ja. Ich kann. Moment. Warum kann ich da denn. Kann ich da etwa. Was passiert hier? Okay, aha. Wenn du aus der Map fällst. Oh! Ja, ich wusste, da war irgendwas. Ist das fies. Das ist echt fies. Ja. Tschu. Ja. Das Viech kriegt mich gar nicht. Beispiel, ich bitte dich, bitte, Caps Lock aufzumachen. Ja, bitte. Oh Gott. Das ist außerdem, das sind so Sachen, die sind gemein, finde ich. So, schauen wir mal, wie geht's hier weiter? Also, ich meine, ich komme da ja nicht. Bin gespannt, ob ich doch über irgendwie über diese. Hast du echt keine Spitzhacke? Spitzhacke, Spitzhacke? Nein, ich habe keine Spitzhacke. Ich, wenn ich eine hätte, wüsste ich doch sicher. Ah! Ah! Guck an! Oh, das ist voll gut. Das ist so gemein. Ich bin da extra zurückgegangen, um. Ja, wie kann man I hate you heißen? Nun, man kann, das sind ja drei Worte. Wie geht denn das? Kann man denn in einen Vornamen ein. Ja, obwohl, klar, kann man. Zwei doppelter Vorname vielleicht irgendwas? Klar, warum soll das nicht möglich sein? Man kann sicher seinen Namen. Ja, eben, warum eigentlich nicht? So, die verlorenen Katakomben. Sie sehen ziemlich Blöcken verloren aus. Die lilanen Blöcken voll. Die lilanen Blöcken nerven voll, weil man sie einfach nicht entfernen kann. Ja. Oh. Oh Gott. Aha. Die gehen von allein auf. Mhm. Schön, schön. War das eigentlich ziemlich sarkastisch. I hate you. Schickt Kussmalis. Süß. Ah, hier gibt's was zum Speichern. So. So. Na gut, dann geht's hier erstmal hoch. Ach so, nee, die kann man selber. Ja, die kann man, weil die sind ja nicht rot. Genau. Sie sind lila. Oder so. Ihh, Psycho Mantis. Das war sicher. Und da gibt's was zu holen. Schön. Oh oh. Ja!
Oh Gott. Das ist ein Rätsel. Ja. Nein! Ja. Oh Mann, das ist voll fies! Das ist echt gemein. Okay. Ah. Ah! Oh Mann. Schön. Und hab. So. Und ach komm schon. Nein! Okay, so. Und da komme ich. Doch, komme ich ran. Und das nächste auch noch. Und jetzt habe ich ein Problem, weißt du? Ich mache das nicht so. Okay. Geht gar nicht so. Das heißt, ich muss. Was muss ich denn hier? Ach so, nee, kann ich. Ah! Ja, ja. Ah, das hätte ja viel einfacher gehen können. Ist ja viel einfacher jetzt. Oh Mann. Das hätte mir auch früher einfallen können wieder. Und wir haben einen Schlüssel. Oh, mehr als einen Schlüssel gab es dafür nicht. Ist ja gemein. Ich weiß nicht. Willst du nicht eventuell im Chat mal ein bisschen für Ordnung sorgen? Ja, mache ich gerade. Das ist schön. Ist nicht böse diese gemeint. Leute. Aber. So, waren wir jetzt hier oben? Nee, wir können weiter runter. Ja, nee, ehrlich gesagt, also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Klima, was hier sonst so herrscht und ja. Die explodieren auch so schön. Eine Frage, hast du Snapchat? Nein. Du bist nichts dafür. Warum sollte ich Snapchat haben? Was soll ich denn da machen? Nacktfotos von mir posten? Nein, normale Fotos, wie du zum Beispiel isst, wie all die anderen. Was? Warum sollte ich essen? Also, tja, das machen sehr viele. Ich finde das bescheuert. Ich hoffe, dass damit geht. Du bist nicht der Einzige. Oh, gut. Aber ich meine ehrlich, das ist ja. Ich meine, Instagram war ja auch sowas, dass man Fotos davon postet, wie man. Das hat auch noch ein bisschen Niveau, sagen wir so. Ja. Naja, ehrlich gesagt, das war auch bloß meistens das. Ja, obwohl, da gibt es auch andere Bilder, die gut sind, aber auch so Bilder, wo die Leute einfach nur ihr Mittagessen der Welt zur Schau stellen. Ich bin gestorben. Blüpp. So, hopp. In welche Richtung ging's denn jetzt nochmal? Achso, ja, erstmal mussten wir hier den. Hopp, hopp. Den Weg lang. Piu. So, nee, Moment. Achso, nee, wir waren da ja schon drin, haben danach nochmal gespeichert. So sieht mir das aus. 300 Sekunden, können die nicht einfach 5 Minuten schreiben? Tja! Oh Mann. Ich glaube, gleich muss der nächste gedingst werden, moderiert. Dafür sorge ich schon, dafür sorge ich. Sind das wirklich alles Leute, die durch die Reihen gekommen wir müssen, sind? Ne, das sind Kumpels von mir. Naja, deswegen. Ihr müsst zum Spawn laufen. Ich brauch Wario. Da finden wir das Schwert, das klingt ja schon mal gut. Das Problem ist, was ist der Spawn in dem Sinne? Ja. So. Okay, ja. Hier war dieser. Da. Ah, der ist weg. Und der hat was fallen lassen. Das ist schön. Ah. Das hat irgendwas gebracht. Mal gucken, wann sich das auszahlt. So, hochgeklettert.
Jetzt geht's hier hoch, glaube ich. Ja, sieht richtig aus. Perfekt. So, Und Sapi? Ja. Ich finde dieser Spam hier zum Beispiel im Chat, der ist nicht schön. Was machst du nichts dagegen oder? Doch, warte so. Und außerdem so Sachen, erst den Chat so komisch zuzuspammen und dann noch, weiß ich nicht, dass jemand da das Ganze als asozial bezeichnet. Ich glaube, ich werde da selber mal eingreifen. Wenn das... Nee, ja. Das ist einfach nicht schön, so einen Stream zu haben und dann, dass dann Leute irgendwie so, weiß ich nicht, die ganze Atmosphäre kaputt machen. Ja. Yep. Da würde ich nämlich auch sagen, dass... Ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht von diesen Leuten, dass sie immer so ein Theater machen müssen, bin ich ganz ehrlich. Ja, also finde ich auch nicht schön, da solltet ihr euch jetzt auch mal angesprochen fühlen. Ach, hier geht's runter übrigens. Nee, das ist jetzt eine klare Ansage. Wer sich nicht zu benehmen weiß im Stream, wird auch rigoros rausmoderiert. Da bin ich ganz hart, weil ich finde, sowas ist einfach unfair den anderen Zuschauern gegenüber. Ellie, das war nicht an dich gerichtet, sondern ein paar von meiner Seite, die wieder ziemlich asozial drauf waren, obwohl sie eigentlich nichts dafür haben, um so zu reagieren. Und ja. So. Also wir können sonst ist eigentlich die Community eigentlich ziemlich still und friedlich. Ach so, das Ding geht erst auf, wenn ich beide wegmache. Ah, okay. Also hilft mir das noch nichts. Brot und Butter jedes Streamers ist Spam. Ehrlich gesagt, ich verzichte drauf. Selbst wenn ich dadurch dann nicht Brot und Butter habe. Nee, mir geht's um andere Sachen, das ist es halt. Ah, ich glaube, du läufst einfach in eine Explosion rein. Was? Du läufst einfach in eine Explosion rein. Ja, und es passiert nicht mal was, glaube ich. Ist nicht mal was passiert, oder? Nee, nee. So. Und hab. Kam ich von da oben mal zufällig irgendwann schon oder bin ich da noch nicht gewesen? Ich guck mal hier. Zwei nicht. Ich bin nicht ziemlich stark, was Labyrinthen angeht. Mhm. Oh, schön. Schön, dass es da Leute gibt, die meine Position auch verstehen. In der Hinsicht. Ja, das ist auch selbstverständlich, also bitte. Ja. Nein, ich möchte niemand, dass sich niemand hier belästigt fühlt oder sowas und ich... Ja. Weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht so einen Twitch-Quatsch haben, wo... Ja. Tausend irgendwelche komischen Zeichen da einfach bloß im Chat gepostet werden, ohne Sinn dahinter. So, aber gut, lassen wir das Thema, es ist ja hier schließlich ein Spiel und ich will hier weiterkommen. Achso, nee, Moment, das habe ich jetzt wieder zugemacht, aber das muss ich aufmachen. Ich sollte, wenn ich den Chat lese, ich sollte am besten gar nicht mehr den Chat lesen. Ja, weil, wenn da jemand Kuss-Smileys verschickt, die Person, an die die gehen, ist momentan noch nicht mal in Deutschland legal zu küssen. Außer für Leute, die vom Alter her so gering sind, dass sie nicht dafür bestraft werden könnten. Ja. Ja, was ist denn der Spawn? Wenn einer sagt, ich muss zum Spawn und wenn das zufällig ein Witz war, dann ist das schade. Wenn nicht, dann... Also, ich habe hier erstmal eine Karte. Karte der verlorenen Katakomben. Zugericht, zugericht. Wollte ich gerade mit meinem... Ich wollte gerade mit meinem, Ich wollte gerade das machen. Ah! Nein. Ich wollte gerade mit meinem, Mauszeiger den 3DS-Bildschirm... Ja! Ich finde das schlimm, wenn ich sowas tue.